ist aber noch People. So, ihr seht schon im Inventar, das wird heute unser Dings. Unser Tagwerk. Und ihr seht links, wir kriegen gleich wieder mal Besuch. Ja, in der letzten Folge, das war ja ein unglaublich überraschendes Ende. Das soll uns heute bei Möglichkeit nicht passieren. So, jetzt kommen wir mal zu den Elektrogrundlagen. Das hier ist unser Hauptantrieb, quasi. Eigentlich wollte ich da drüber ein Relay setzen, machen wir jetzt aber nicht. Stattdessen machen wir hier. Hier. Den Schalter hin. Wichtig ist, ihr fangt mit dem an, von wo der Strom kommt, nach dahin, wo der Strom geht. Ich sehe das jetzt nur ganz klar da. Die Flussrichtung. Keine Sorge. Sieht man nur mit Wire Tool. So, um das zu testen, können wir das hinterher mal anmachen. Geht aber noch nicht, weil der Generator läuft noch nicht. So, da ich das gerne mal schön habe, setzen wir jetzt hier oben. Ja, können wir ruhig an die Decke machen. Obwohl. Machen wir eins hier hin. Wichtig, wieder von hier nach da oben, weil sonst geht das kaputt, sonst denkt der Schalter ja zwei einkommende Signale und das kann er nicht verarbeiten. Nächste kommt. Setz, ja. So, wieder von hier. Ihr könnt übrigens, wie ihr seht, auf unglaublich große Distanz solche Dinge verkabeln, das ist sehr praktisch. So, das sieht jetzt so aus. Genauso wollte ich das haben. Schön versteckt. Jetzt müssen wir hier oben noch was anbringen. Wie ihr seht, ich war auch schon fleißig. Nein, hier. Sogar schon aufgewertet. Ja. Jetzt machen wir einen hier hin. Einen hier hin. So, und die sollen jetzt hier... machen wir den da mal hin. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist. Okay, das war nicht geplant. Ist aber egal. So, den machen wir hier hin. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Aber machbar. Das Problem ist nämlich, nach einer gewissen Distanz reißen die Kabel. Ja, ihr könnt durch Wände gehen. Und nein, das ist nicht realistisch. Deswegen ich sage, ich möchte Zauber. Zack. Genau, das wollte ich verhindern. Ah, ich hasse das, wenn das so ekelhaft aussieht. Naja. Für diese Horde muss es reichen. So, jetzt kommen wir noch dazu. Das wird verbunden mit dem. Und ihr seht auch immer, ein Watt steht da. Ist jetzt verbunden? Blinkt, oder? Ist der jetzt verbunden? Warte mal. Anscheinend. Oh, der ist gut. Den müssen wir vielleicht ein bisschen reingraben noch. Ich will nicht das Kabel sehen. Nun ja. Jetzt müssen wir erstmal die Fence-Posts machen. Da habe ich auch schon was vorbereitet, wie ihr seht. Wichtig ist, ihr macht einen Fence-Post. So, nur um das euch jetzt mal zu verdeutlichen. Einen Fence-Post. Immer einen Block frei. Nie direkt daneben, bringt euch nichts. Ich habe es ausprobiert, das Ergebnis wird euch nicht gefallen. Es bringt nichts, wenn ihr 10 Stück nebeneinander macht. Sobald sie sich nämlich aus dem ersten befreit haben, sind sie für eine Sekunde stun-immun. Und das ist genau dieser Block, den ihr hier gehen wolltet. So, im Moment haben wir 4 Stück davon. Und jetzt kommt wieder einer hier hin. Block. 2 brauchen wir noch. Komisch, eben kommen. Warum habe ich das eins tiefer gegraben? Das seht ihr jetzt gleich, wenn wir verkabeln. Also, macht euch da keinen Kopf. Ihr habt da jetzt nichts Aktives verpasst in meiner Erklärung oder so. Das seht ihr jetzt gleich. So, jetzt kommt der tricky Part. Wie gesagt, manchmal reißen die Verbindungen ab. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt... Sind das hier 5? Waren 5, oder? Und schafft euch erstmal eine Verbindung. Könnt ihr ja später wieder abbauen.
Jetzt brauchen wir erstmal Eingangsstrom. Von hier. Na komm. Da. So, da ist es mir jetzt egal, ob es hässlich aussieht. Ja, obwohl, vielleicht mache ich hier noch ein Relay hin. Von hier nach da und dann da. Na, ist auch. Es ist eine rein kosmetische Geschichte. So, wichtig ist, dass wir jetzt erstmal den Strom weiterführen. Von hier nach hier geht nämlich nicht. Wisst ihr warum? Das sind Stromzäune. Also machen wir das wieder weg. Jetzt kommt nämlich der tricky Part. Ihr macht den hier dran. Ich hätte auch keine zwei Stromdelays gebraucht. Ich gehe mir nur auf Nummer sicher. Und jetzt haben wir die erste Verbindung. So, von der Verbindung gehen wir mal nach hier. Von der Verbindung, das wird jetzt nämlich gleich immer trickier. Kann nämlich sein, dass wir wirklich rüberbauen müssen. Naja, da gehen wir auf jeden Fall hier hin. Und ihr seht, was ich vorhabe. Mir fällt da gerade was auf. Wir müssen das Moped mal da wegpacken. Und ich freue mich, wenn wir Motion Sensoring haben. Das bedeutet nämlich dann, dass wir nicht gerüstet werden, wenn wir da reinfahren. Das ist potenziell was Gutes. Da habt ihr gesehen, das Kabel wurde schon rot. Es kann sein, dass es jetzt reißt. Wie gesagt, die können nur eine ganz gewisse Länge aushalten. Ja. Möglichst zusammenhalten. Ja, klappt. So. Da hätten wir vier verbunden. Das könnten wir jetzt natürlich noch ein bisschen weiterführen. Wäre ich auch für. Mindestens 8 weitere brauchen wir also. Und ich würde sagen, der hier reicht uns. So, dann machen wir diesen hier nämlich. Linke Maustaste. Damit machst du die wieder weg. Hier machen wir noch was drüber. Hier, klack. Na, leider. Wisst ihr was, das lassen wir schon mal so. Nur wenn ihr das abmacht, spart das Kraft. Halt. Vielleicht sollten wir uns noch einen Zwischenschalter bauen. Dass wir nicht jedes Mal von unten hoch müssen. Komm, das machen wir jetzt. Wir machen einen Zwischenschalter. Den freue ich mich schon. Der löst nämlich nur aus nach dem, was man eingestellt hat. Okay, einen Schalter. Da war er. 2 Forged Iron, 1 Mechanical, 1 Electrical. Wo war denn nochmal alles drin? Wusste ich. So, Mechanical. Und 2 Forge Iron. Bei der Gelegenheit könnten wir mal direkt... wo war das jetzt? Es testen. So, der Generator läuft. Der Strom ist aus und... Der Strom ist an. Das war schon die ganze Zauberei. Jetzt erstmal einen Switch. So, wie lange dauert der? 12 Sekunden, die haben wir ja wohl noch Zeit. Mal kurz gucken auf die Uhr. Ja, die haben wir noch Zeit. Wie war denn eigentlich euer Tag? War alles gut? War alles schön? Meiner. Nächster Auftrag ist, wir müssen mal ein paar Sachen finden. Ist übrigens ganz cool, damit können wir uns auch noch was bauen. So, den Switch haben wir. Das müssen wir leider nur gleich neu verkabeln. Aber das ist nicht schlimm. Ist doch sozusagen nur mein... Oh, das Moped steht da ungünstig. Da geht der Strom rein. Müssen wir kurz hier oben abknacken. So. Ihr müsst immer auf das gucken, wo es reingeht. Da könnt ihr das dann abmachen. Seht ihr? Und jetzt können wir hier hoch. Gehen in den Schalter. Der uns direkt sagt, dass er funktioniert. Und wir gehen hier hoch. Und Strom läuft. Wenn ich das Ganze einmal demonstrieren dürfte. Unser kleiner Screamer kommt ja jetzt gleich. Oh, das war so gut, dass wir das gefunden haben. Oh. So. Helf mir dem Screamer mal einen Moment. Ja, ich weiß, es dauert ein bisschen, aber... Ach, da ist er. Und wo kommt sie?
Ich mach das doch nur für euch, damit ihr ungefähr schon mal seht, was Sache ist. Hm? Habe ich Zombies ausgestellt, ohne dass ich es weiß? Ihr müsst übrigens aufpassen, dieser Strom ist realistisch gehalten. Er unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Ist er denn gespawnt? Spawning Scout, heading towards. Ah ja, da ist sie. Darf uns natürlich vorher nicht sehen. So, da ist das Screamer Girl. Und die sucht uns. Die schreit auch nicht, bevor sie uns sieht, glaube ich. Ich will euch das ja eigentlich mal zeigen, ne? Wir können sie auch ausschalten. Sehen wir, ob sie sich drum rumschleicht oder nicht. Ach, wo liegt sie? Komm, schrei einmal. Und da haben wir schon die ersten Experimente. Sie prügeln sich durch. Genau das hatte ich gehofft, nicht. Okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie hier durchgehen. Weil das ist nämlich nicht der schönere Weg des geringeren Widerstands. Und dass sie überleben, ist mir auch ein Rätsel. Okay, Moment, das machen wir anders. Das ist aber nicht schlimm, die Folge ist sowieso gerade vorbei und ihr seht, es war gut, dass wir es getestet haben vor der Horde. Also sie schlagen sich durch die Wände, weil das augenscheinlich der geringere Widerstand ist. Vielleicht machen wir die Wände jetzt einfach noch ein bisschen dicker, wobei dann prügeln sie sich da wahrscheinlich auch durch. Sie gehen also direkt auf uns los. Wir müssen das Ganze also noch ein bisschen überdenken. Das kriegen wir aber hin. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Was machst du da mit eurem angeschlagenen Wolf? Valadoeris.